Die Kunden sind mit unserer Beratung unzufrieden. Erst suchen wir Lösungen, anschließend gibt's Kuchen. Wir sollten uns Zeit nehmen, die finanzielle Situation der Kunden zu verstehen. Wie beim Sparkassen-Finanzkonzept. Michalski! Wir sollten bedürfnisgerechte Produkte empfehlen. Genau wie die Sparkasse. Sparkasse! Ich will das Wort nicht mehr hören. Nummern? Kuchen. Top-Beratung statt 0815. Das Sparkassen-Finanzkonzept. Die letzten Videoporträts, die wollen wir natürlich auch noch fertigstellen, so kurz vorm Heimspiel. Und da freue ich mich. Alexis Theodosiadis, habe ich das richtig ausgesprochen oder nicht so ganz wahrscheinlich? Habe ich nicht getroffen, ne? Ja, mein Vorname ist Alexandros. Alexandros, ja. Aber Theosodiadis, das habe ich mittlerweile schon gelernt. Theodosiadis. Theodosiadis. Genau. Also, was lange gärt, wird endlich Wut. Ja, das klingt so ein bisschen griechisch. Da hast du wahrscheinlich auch, bist selbst Grieche oder hast griechische Vorfahren? Ja, also meine beiden Eltern sind Griechen. Meine Mutter kommt, also beide Elternteile kommen aus Kavala. Und ich bin hier geboren, aber in Bad Homburg. Und ja, wir haben ja mit Griechen eigentlich hier ganz gute Erfahrungen gehabt. Ich weiß nicht, kennst du den einen oder anderen, der beim OFC schon mal gespielt hat unter griechischer Flagge sozusagen? Nee, leider nicht, aber der Erik hat mir schon mal so ein Foto auf meinen Platz gelegt von dem Akritis, der hier war. Akritis und Paul Koutsoliakos hat hier lange gespielt. Dann gab es noch Christos Figas. Sagen dir gar nichts, ne? Ja, Koutsoliakos, ja, habe ich schon gehört, den Namen, aber nee. Warum? Wahrscheinlich, weil er Spielerberater ist, ne? Ja, genau, ja. Okay, aber jetzt bist du ja schon eine ganze Weile da hier in Offenbach. Wie hast du denn so reingefunden? Ja, das ist super, also generell auch jetzt, ich spiele auch gegen Koblenz, die Fans sind überragend und auch die Mannschaft, wir finden langsam alle zusammen und macht richtig Spaß hier jeden Tag zu trainieren. Jetzt gab es ja schon das Auswärtsspiel in Koblenz, das war ja eigentlich nur 1+, viel besser hätte man es gar nicht machen können. Hat man da jetzt vielleicht sogar die Erwartung zu hoch geschraubt, jetzt hat man Heimspiel, ups, und jetzt muss man das nochmal abrufen oder wie ist das? Ja, ich denke jetzt gerade beim Heimspiel mit den Fans, dass die morgen kommen, werden, denke ich schon, dass wir hier die 3 Punkte hier behalten. Ja, unterhält man sich denn da in der Mannschaft auch so ein bisschen drüber, weil du es jetzt angesprochen hast, so die Fans, wie wird das wohl werden? Gibt es da so einen Austausch, dass man sagt, oh, ich bin ein bisschen aufgeregt oder das beflügelt mich? Ja, klar, ich denke schon, dass wir alle beflügelt werden, weil wenn hier 7.000, 8.000 kommen und da werden wir von den Fans getragen und ich denke schon, dass wir hier die 3 Punkte behalten und es wird schwer für Worms. Es wird schwer für Worms, das ist genau das, was wir hören wollen, ganz klar, ja. Ja, erzähl mal so ein bisschen, wo genau kommst du her, was waren so deine Stationen? Ja, ich bin in Bad Homburg geboren, war in der Jugend, dann in der G-Jugend bei der Spielvereinigung 5 Bad Homburg, bin dann zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Ja, schlimmer Name. Ja, sorry. Und war da auch dort in der Jugend ein paar Jahre und dann bin ich von dort aus zum FSV Frankfurt gewechselt und wurde da zum Profi und vorletztes Jahr ist mein Vertrag ausgelaufen und dann bin ich nach Lok Leipzig gewechselt. War auch eine schöne Erfahrung, auch viel Tradition. Ja, und jetzt bin ich hier. Wie war es da so mit dem Zuschauerverhalten? War das ähnlich wie hier? Ja, war ähnlich, aber nicht so viel wie hier. Aber waren schon um die 3.000, 4.000, waren auch schon dort. Aber wie gesagt, viel Tradition, hat auch Spaß gemacht. Was ist so deine Lieblingsposition? Was glaubst du, wo wird dein Stammplatz am Ende sein, wenn es denn ein Stammplatz wird? Ja, ich denke, also Linksverteidiger, da sehe ich mich. Oder kann auch in der Innenverteidigung oder jetzt beim Testspiel habe ich auch 6 gespielt. Je nachdem, wo der Trainer mich braucht. Also bist du relativ flexibel? Ja. Okay. Ja, was reizt dich so am OFC? Was kann da noch gehen? Was glaubt ihr? Jetzt kann man ja noch nicht so richtig drauf schließen von dem einen Spiel. Aber wenn man so zum OFC wechselt, dann hat man ja einen Grund. Ja, es ist ein Traditionsverein und ich komme ja aus Bad Homburg, wie gesagt. Und ich verfolge das mit dem OFC, auch die ganzen Fans. Und es ist einfach überragend hier, wenn man das Stadion sieht. Ja, das hat nicht jeder Club. Ja, und ich denke schon, wenn wir jetzt die ersten, also jetzt in Worms nochmal punkten und dann nochmal die nächsten 3, 4 Spiele nochmal punkten, dann werden wir sehen, wohin es geht. Vorhin habe ich mich ja etwas schwer getan mit deinem Namen, Theodosiadis, das habe ich jetzt gelernt. Aber die Mannschaft wird nicht immer Theodosiadis rufen, die werden wahrscheinlich Theo rufen, oder? Genau, ja, das ist mein Spitzname. Den hat mir damals mein damaliger Trainer Thomas Oral gegeben. Ja, Theo, und seitdem kennt mich jeder nur unter. Insofern dürfen wir das auch tun. Ja, kein Problem. Okay, ja, umziehen musstest du ja nicht, wenn du aus Bad Homburg kommst. Das heißt, dann wohnst du weiterhin in Bad Homburg. Ja, schon bei meinen Eltern und alles super.
Was ich immer fragen muss, auch für die weiblichen Fans, ist da Anhang schon dabei oder bist du noch zu haben? Ja, ich bin vergeben. Ist schon vergeben, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf morgen, das große Heimspiel. Und ja, haut richtig rein, wenn ihr so weitermacht, dann sollten wir noch viel Spaß miteinander haben. Auf jeden Fall. Danke dir. Dankeschön.